Los, geh. Gut, mal sehen, ob er dieses Mal oben bleibt. Nicht so wie im letzten Jahr. Kannst du nach den Mince-Pies sehen? Ich will die Brandy-Butter dieses Mal rechtzeitig vorbereitet haben. Ein kleines Stück Bindedraht, bitte. Lydia. 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 Bindedraht, bitte. Oh, hier, ja. Könntest du dich bitte zusammenreißen? Du hast hier ein Zuhause, solange du willst. Stell dich bitte nicht so an. Das ist Mrs. Seymour, meine alte Lehrerin. Willkommen, Dracut. Siehst du? Fröhliche Weihnachten! Fröhliche Wollen wir? Ja. Komm mit, Elfie. Komm mit, Elfie. Komm mit. Und, Katja, Sie wissen ja, wenn es Probleme gibt, ja, frohe Weihnachten auch Ihnen, Ted. Ach ja, und wenn es hier Probleme gibt, egal was für Probleme, dürfen Sie mich jederzeit anrufen, verstanden? Ich möchte unbedingt... Tom! Pam! Glauben Sie nicht, nur weil Weihnachten ist, dürfen Sie nicht anrufen. Wenn irgendwas Ernstes passiert, will ich Bescheid wissen. Ja, ich habe begriffen, Sir. Worum geht's wirklich? Flucht vor den Verwandten? Aha. Hey, und übertreiben Sie es mit dem Feiern heute Abend nicht. Gerade um Weihnachten herum passiert hier fast immer was Furchtbares. Und Sie müssen morgen früh vielleicht fit wie ein Turnschuh sein. Ja, Sir. Ach, Sir. Wie wollen Sie... Nun hör aber auf, Mom, ich bitte dich. Wenn meine Kommilitonen mit ihren Freundinnen nach Hause fahren lassen, die Eltern sie immer in einem Zimmer schlafen, du weißt doch, was los ist. In euren schmierigen Studentenbuden könnt ihr machen, was ihr wollt, aber unter meinem Dach gilt nun mal, ohne Trauschein wird nicht gevögelt. Emily wird bestimmt einige Tage ohne deine Aufmerksamkeit überstehen. Verflucht noch eins. Tante Lydia. Tante Lydia! Bitte, hörst du mit dem Unsinn endlich auf? Ich werde mir das Weihnachtsfest nicht von dir vermiesen lassen, hörst du?
Das darf doch nicht wahr sein. Freu dich schon mal auf den Rest der Familie. Hör zu, tut mir leid, das mit der Zimmerverteilung. Nicht so wichtig. Wirklich nicht. Naja, wäre aber nett gewesen. Dann müssen wir eben die Möglichkeiten nutzen, die sich bieten. Komm mit, Elfie. Schnappen wir zusammen ein bisschen frische, gute Landluft. Nur 5 Minuten. Bitte sei vorsichtig. Sind Sie sicher, dass wir einander nie vorgestellt worden sind? Nein, nicht soweit ich weiß. Wie war Ihr Nachname noch? Hyde. Hyde. Hyde mit I oder Y? Mit I. Hyde mit I. Sag doch, wir hätten früher fahren sollen. Als ob wir es eilig hätten anzukommen. Phoebe, Schätzchen, könntest du versuchen, dir dieses Mal etwas Mühe zu geben? Weihnachten, du weißt schon, den Menschen ein Wohlgefallen und so weiter. Verdammt, nun drück mal drauf, Mann, wir fahren fast rückwärts. Mein Gott, das könnte mein Bruder sein. Ja, stimmt so. Hallo, hallo, Elfie. Hallo. Oh, Dominik, die sind wunderschön. Einfach wunderschön. Hinreißend. Wer ist denn schon da? Nur Aiden mit seiner Neuesten. Ihr könnt euch schon mal bekannt machen. Sie heißt Emily. Der Gedanke an eine Nacht ohne Sex scheint sie schier umzubringen. Aber davon abgesehen wirkt sie ganz normal. Jennifer. Hallo, ich bin Dominik. Sie sind bestimmt Emily. Hallo. Keine Bange, das erste Mal in Dricot Hall ist immer ein bisschen traumatisch. Die haben alle einen ziemlichen Knall. Oder nicht, Lydia? Na, wieder mal schlechte Vibrationen in letzter Zeit. Du sollst nicht spotten. Ich habe ein sehr feines Gespür für sowas. Und wie läuft das Kreuzworträtsel? 13 senkrecht. Ist etwas widerborstig. Noch nicht die kleinste Spur von Ihnen. Doch die Ruhe ist bald vorbei. Das habe ich gehört. Aber du gibst dir doch Mühe, Geduld mit ihm zu haben, oder nicht? Er weiß nicht immer, was er sagt. Und ob er das weiß, Joyce. Im Ernst, wie gefällt er dir? Ich finde, dass die wirklich täuschend echt aussehen. Er ist schön, Mama. Und keine Nadeln auf dem Teppich. Er hat das Monopoly dabei. Also los, Leute, bitte mal alle mit anfassen. Howard! Ross? Ross! Dieser Bart! Und die Haare, kaum Vorsicht, zu glauben! Da ist was Zerbrechliches drin. Es ist doch alles in Ordnung? Alles ist in wunderbarster Ordnung. Ross! Es ist viel zu lange her.
viel zu lange her. Kommt, worauf warten wir? Gehen wir rein, bevor wir alle nass werden. Digby, ihr findet euch ja zurecht. Wir treffen uns nachher zum Cocktail. Oh, Dominic. Hier, das ist Ross. Unser lang verschollener Bruder. Hallo, sehr erfreut. Meinerseits hallo. Ein guter Freund. Und überaus nützlicher Bridge-Partner. Komm mit. Die ganze Hütte müsste neu verkabelt werden, um ganz offen zu sein. Aber das kostet ein Vermögen heutzutage. Nimm auf jeden Fall lieber den Schalter am anderen Ende vom Flur. Der hier funktioniert nämlich nur, wenn er Lust hat. Oh ja, und pass bei den Steckdosen in deinem Zimmer ein bisschen auf. Die sind ab und zu ein wenig... Nun ja... Gefährlich? Sagen wir mal launisch. So, da wären wir. Es ist einfach großartig, dass du kommen konntest. Endlich sind wir alle wieder vereint nach diesem... so langer Zeit. Also dann? Komm, ich helfe dir beim Auspacken. Nein, bitte, das ist nicht nötig. Mach ich doch gern. Das ist Sperrgebiet. Stimmt, da war was. Ich hoffe sehr, du wirst dich in diesem Jahr benehmen. Howard? Ja, Tante Jennifer, ich gebe mir größte Mühe. Hallo? Nehmen Sie eine Karte. Irgendeine. Nun schließen Sie die Augen und betrachten Sie die Karte vor Ihrem inneren Auge. Betrachten Sie sie, denken Sie daran, projizieren Sie, was Sie sehen. Ja, ich spüre da etwas ganz Besonderes. Na, schon erfolgreich? Ja, es ist die Herz 6, vermute ich. Ich fürchte, du bist jemand, vor dem man sich in Acht nehmen muss, Howard. Mir gefällt das an Männern. Gerade als Jennifer mit dir gesprochen hat, da meinte sie, etwas wäre Sperrgebiet. Oh, Onkel Ferdys Studio. Der selige Onkel Ferdy. Das ist dein Onkel, richtig? Meiner, Aidens, Phoebes. Er war Zauberkünstler. Bekannt in magischen Kreisen und sogar im magischen Zirkel selbst. Aiden hat nie von ihm gesprochen.
Das tut niemand. Er ist persona non grata seit seinem Selbstmord. Eine Schande für die Familie. Wie sieht's hier bloß aus? Sogar der Weihnachtsschmuck. Derselbe wie damals, als Mom und Dad noch am Leben waren. Woran krallt sie sich fest? An besseren Zeiten möglicherweise. Unsere Schwester fällt es offenbar ein bisschen schwer, manches zu überwinden. Das Riesenhaus hier. Sie sollte es verkaufen. Sie sollten in irgendwas Praktischeres umziehen. Oh, wir beide predigen Jennifer das seit Jahren. Und offen gesagt, Kate könnte ihren Anteil aus dem Verkauf gebrauchen. Wie kommst du auf mich? So weitermachen kann sie nicht. Quickie vom Abendessen? Auf sowas habe ich immer Lust. Aiden, wer ist Onkel Ferdy? Entschuldige, aber es hört sich so furchtbar an und du hast ihn nie erwähnt, den Selbstmord und so weiter. Er war nur ein labiler und egoistischer Mann. Ich erzähle grundsätzlich nie von ihm. In Ordnung? Das kocht immer um diese Jahreszeit wieder hoch. Er hat sich kurz vor Weihnachten vor 9 Jahren umgebracht. Das hast du nicht gewusst, oder? Nein. Halt dich am Rotweinfest, empfehle ich. Anders überstehe ich es auch nicht. Rotwein und Thermounterwäsche. Was hast du denn Schönes? Begib dich direkt in das Gefängnis. Also, Dad. Nur ein Scherz. 2. Preis bei einem Schönheitswettbewerb. Du kriegst 10 Pfund. Dankeschön. So. Sam! Sam! Noch ein Bottle Orange? Ja, danke. Ja. Dan, hast du gesagt? Daniel! Nochmal dasselbe! Ja, nur, das gibt's ja, doch nicht. Nochmal dasselbe. Na, ich weiß, war euch noch was frei? Und ich weiß, wie sehr sich Mami und Daddy freuen würden, uns hier wieder versammelt zu sehen. In dem Haus, das sie so sehr geliebt haben. Das wir so sehr lieben. Also trinken wir auf ein wahrhaft, wahrhaft besonderes und frohes Weihnachtsfest. Ein frohes Weihnachtsfest wünsche ich Ihnen. Fröhliche Weihnachten. Oh, großartig, Knallbonbons. Es wird eigentlich erfunden. Tut mir leid, aber einer muss ja gewinnen. Hat jemand hier Feuer? Ja. Aiden? Wie komme ich darauf zu albern, ehrlich? 1, 2, 3, ja, ich hab's. Immer das falsche Ende. Woran erkennt man... Oh nein, nein. Schone und sich bitte. Nein, lies vor. Ja. Also, woran erkennt man... herzlose Lügner mit Blut an den Händen? Aber was... Ja, danke, Howard. Das findet hier niemand toll oder witzig. Das steht aber auf dem Stück Papier. Bis Mitternacht am 2. Weihnachtstag werden sie tot sein. Nein. Nein, nein, nein. Nein, nein. Zeig mal her. Nein. Nein. Ich kümmere mich schon gut. Also ehrlich, Howard. Wieso? Lydia, das ist doch nur ein dummer Scherz von diesem kindischen Howard. Lydia! Ich hab nichts gemacht. Du weißt, wie empfindlich Lydia ist. Keine Ahnung, was du dir dabei gedacht hast, Junge. Ich hab ehrlich nichts gemacht. Du meinst doch wohl nicht, dass wir das glauben. Wie geht's ihr?
Ich will, dass der Junge sich entschuldigt. Auf der Stelle. Wieso soll ich mich entschuldigen? Ich war das nicht. Howard. Bitte. Es tut mir sehr leid. Schluss damit. Ein für alle Mal. Manche würde das nicht kümmern, die machen das trotzdem. Das heißt, ach komm, los für eine Weile. Ich kann nicht, Rufbereitschaft. Aber das wird eine tolle Party. Ich habe wirklich, wirklich Bereitschaft. Na los, wir hauen ab, du Langweiler. Ja, danke, frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Ja, komm schon, komm schon. So, Lydia. Bitte ganz vorsichtig hier. Und bitte auch so ein bisschen langsam. Auf der Seite. Das hätten wir das. Oh, bitte. Nicht auch noch einen Stromausfall. Vorwärts hauen. Kein Spiel. Alles klar? Danke, bestens. Dad. Todesgriff an der Fernbedienung. Nein, bitte nicht. Finger weg. Du musst sowieso ins Bett. Vorwärts. Wo ist denn Tante Lydia? Die stellt nur noch eben das Auto weg. Ich denke, ich sehe mal nach, wie weit der Kaffee ist. Sowas im Weihnachtsgottesdienst. Hallo! Hallo! Hilfe! 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 Ich fürchte, heute Abend wird der Wasserkessel noch zu tun kriegen. Für die Wärmflaschen soll ich. Stimmt was nicht? Ich habe da sowas wie ein Klopfen gehört. Bestimmt die Heizung, die sich abschuftet. In der Garage! Lydia, hör
zu. Ich mach jetzt die Tür auf. Sei vorsichtig, hörst du? Oh, Herrgott! Oh, Gott. Nimm sie. Keine Angst. Alles in Ordnung. Wo ist die Fernbedienung für das Garagentor? Die funktioniert nicht. Ja, aber wo ist sie? Die ist auf dem kleinen Tischchen neben der Fahrertür. Keine Angst. Herrgott, ich brauche noch eine Minute. Nein, ich gehe schon. Ich habe ganz bestimmt die Zündung ausgeschaltet. Und diesen Schrank habe ich nicht umgestoßen. Autos springen leider nicht von alleine an und Kleiderschränke werfen sich nicht selbst um. Ja, aber das meine ich doch. Ich bin nicht verrückt. Nun, aber das sagt doch auch gar keiner. Nur als Dominik die Tür zum Flur geöffnet hat, war sie nicht verschlossen, wie du gesagt hast. Und Emily hat mit der Fernbedienung das Garagentor ohne Probleme aufbekommen und du meintest, sie wäre kaputt? Aber ich bin sicher. Es war ein kleiner Unfall. Du bist bestimmt gestolpert und hast den Schrank dabei umgeworfen und dir den Kopf angeschlagen. Du warst durcheinander und da geht einem schon mal die Fantasie durch. Vermutlich wegen Howards kleinem Schabernack von vorhin. Natürlich, es war meine Schuld. Howard. Nun lassen wir mal diese ganzen Albernheiten. Das war nur eins von deinen kleinen Missgeschicken. Du glaubst das ehrlich? Ja, aber natürlich doch. Aber das verdirbt uns Weihnachten nicht, oder? Nun kommt, es wird spät. Wir gehen jetzt alle zu Bett und morgen verbringen wir alle zusammen einen wunderbaren Weihnachtstag, nicht wahr? Was ist denn los? Das ist eine berechtigte Frage. Bring die Leiter weg und geh in dein Zimmer. Sechs besessen. Wir haben noch nie für einen Mörder gespielt, nicht wahr? Ich weiß, alter Junge. Ist zufällig Polizei im Haus? Ich bin nicht so damit einverstanden. Aber wir werden ja sehen.
egal, ich kann das nicht tun, ich kann es einfach. Doch, du kannst. Und für dich selbst. Alfie, bist du das? Ist ja gut, ist ja gut. Du schläfst aber nicht in meinem Bett, hörst du? Ja, ich höre dich ja. Du gehörst doch nach unten. Böser Junge, bist du wohl ruhig? Na komm her. Was hast du denn? Komm her. Aber wo steckst du denn? Alfie? 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 Schön. Oh, wundervoll, Badesalz. Dankeschön, lieber Weihnachtsmann. Dankeschön. Ein elektrisches Tranchiermesser? Es ist von Mom. Dad hat es neulich für sich entdeckt und fand, du solltest eins haben. Das ist keine Anspielung auf deine Fähigkeiten beim Tranchieren. Hallo? Sir, tut mir leid, wenn ich störe. Ich hoffe, Sie sind fertig mit dem Auspacken. Was gibt es denn? Bis Mitternacht am zweiten Weihnachtstag werden Sie tot sein. Ja, offenbar hat dieser Bursche Howard zugegeben, dass er es war. Aber inzwischen bestreitet er es. Aber seine Tante, Mrs. Jennifer Carter, der hier wohl alles gehört, die glaubt ihm nicht. Sie behauptet, der Junge sei für den Streich verantwortlich und Miss Williams sei nur zufällig gestürzt. Hier hat man sie gefunden? Ja, der Kopf lag ungefähr hier und die Füße, naja, natürlich am anderen Ende. Bewusstlos, es war kurz nach zwei. Sie ist im Corston General. War die Beleuchtung der Treppe um die Zeit an? Das war sie nicht, Sir. Offenbar ist der Schalter an Miss Williams Zimmer defekt. Diese ganze Bude sollte man neu verkabeln oder gleich niederreißen. Ja. Sie wollten mich sprechen? Oh, du bist bestimmt Howard. Howard, das ist Detective Chief Inspector Barnaby. Sehr erfreut, Sir. Sehr erfreut. Ich möchte gleich zu Anfang klarstellen, Howard, dass du nicht wegen irgendetwas beschuldigt wirst. Aber bevor wir hier irgendeine Ermittlung einleiten, muss dir bitte klar sein, dass Behindern der Polizeiarbeit eine Straftat ist und die Gerichte so etwas mit großer Strenge verfolgen. Will sagen, falls du doch mit diesem Streich irgendwas zu schaffen hattest, irgendwas, Howard, solltest du jetzt damit rausrücken. Du wirst auch nicht den mindesten Ärger bekommen. Wir wollen nur die Wahrheit hören. Ich hatte absolut nichts damit zu schaffen. Aha. Sagst du mir dann, wieso du es anfänglich zugegeben hast, Howard? Ich glaube, es war was Ähnliches, wie wenn die Polizei einen Verdächtigen in die Mangel genommen hat und... Er gesteht nur, weil er sie endlich vom Hals haben will. Niemand wollte glauben, dass ich es nicht war. Darum habe ich es zugegeben, damit ich meine Ruhe hatte. Hast du eine Vorstellung, wie dieses Rätsel in das Knallbonbon geraten ist? Ein verärgerter Arbeiter in der Knallbonbonfabrik vielleicht? Sowas Ähnliches wie Industrieterrorismus? Aber andererseits war es vielleicht das Ergebnis eines bösartigeren Motivs.
Und als deine Tante gefallen ist, da auf der... Großtante. Und ich glaube nicht, dass sie gefallen ist. Es war ein Stoß, wenn Sie mich fragen. Ein Stoß, meinst du? Es gibt in diesem Haus eine Menge Zorn und Schmerz. Fragen Sie mich aber nicht, wieso. Einzelheiten weiß ich nicht. Ich gelte hier als viel zu jung und sensibel für so etwas. Dankeschön. Mit Blut an den Händen. Hat jemand hier eine Vorstellung, auf wen oder was sich das bezieht? Das ist nur einer von Howards albernen Streichen. Ja, aber könnten wir mal für einen Moment annehmen, dass es nicht so ist, bitte. Also nochmal meine Frage. Hat jemand hier eine Vorstellung, worauf sich das beziehen könnte? Kürzliche Todesfälle in der Familie? Unter den Freunden? Onkel Fadi! Halt die Klappe, du hast genug Ärger gemacht. Jennifer! Wir können doch über Fadi sprechen. Fadi war unser Bruder. Das heißt Kates, Jennifers und mein älterer Bruder. Er hat sich umgebracht, das ist 9 Jahre her. Er hatte sich in eine drogenabhängige, manipulative Frau verliebt. Sie haben sich verlobt und dann hat er herausgefunden, was für eine diebische, verlogene Goldgräberin sie war. Und das hat er nicht verkraftet. Es hat ihm das Herz gebrochen. Goldgräberin? Fördi wäre Erbe eines großen Vermögens von unserem Onkel Bart gewesen. Nach seinem Tod ging es an Ross, den nächsten männlichen Erben. Onkel Bart war auf Tradition versessen. Irgendwelche neueren Fälle? Und es gibt gar nichts, abgesehen von diesem Rätsel, das darauf hinweist, dass es kein Unfall war? Nicht das Geringste, nein. Sie wollte sicher nur runter, um sich ein Glas Wasser zu holen und wird einfach gestolpert sein. Es war dunkel, es hätte jedem passieren können. Sir? Frohe Weihnachten. Ihnen auch, Sir. Ich habe Sie umsonst gestört, Sir. Die Kantine hat geschlossen, oder? Haben Sie Lust auf ein Mittagessen? Bei der alten Dame im Krankenhaus sitzt ja jemand, falls sie überraschend aufwacht. Neben ihrem Bett, ja, Sir. Gut, dann fahren Sie mir nach. Danke, Sir. Sie tun damit uns einen Gefallen. Ein Truthahn-Curry weniger über die nächsten 2 Wochen. Ja, Sir. Wisst ihr, ich denke, es gibt eine Sache, bei der wir sicher sein dürfen. Lydia würde nicht wollen, dass wir aufs Weihnachtenfeiern verzichten, weil sie die Treppe runtergefallen ist. So, ich hol den Kaffee. Zuhören. Hört doch mal zu. Frage, was soll das Wort Minimum bedeuten? Aber gerne. Nein, es bedeutet eine sehr kleine Mutter. Ich wusste, dass du das sagst. Ich überhaupt nicht mehr. Sattet eine Pinguin zu handeln. Also, ich bin sicher, dass ich im Pudding von Großvater eine Pfundmünze versteckt hatte. Aber er hat nichts gefunden. Du meinst, er hat sie... Das ist nicht komisch, Kalli, ehrlich nicht. Was? Mom denkt, Großvater hätte das Pfundstück in seinem Weihnachtspudding mitgegessen. Oh. Aha, verstehe. Hieran lässt sich die Empfindlichkeit einstellen. Dann ist bestimmt das hier... So etwas wollte er schon seit Jahren. Käse, der Kaffee kommt auch gleich. Oh, ich weiß nicht, ob ich noch Platz habe. Ich hatte zu viel Pudding. Er war einfach köstlich. Bisschen klumpiger als sonst, fand ich. Oh. Verzeihung, bitte. Hallo? Ja. Sie hat das Bewusstsein wiedererlangt. Offenbar will sie mit uns reden, Sir, und sie hat Angst. Miss Williams. Die Herren sind von der Polizei. Sie haben ein paar Fragen. Miss Williams, ich bedauere sehr, Sie stören zu müssen. Jemand hat... Ja? Jemand hat mich auf der Treppe gestoßen. Konnten Sie erkennen, wer dieser jemand war?
Es war dunkel, sie hat ihn nicht gesehen. Das hat sie sich eingebildet. Sie müssen das verstehen. Sie war in letzter Zeit ziemlich durcheinander. Ich meine, das stimmt doch, oder, Dominik? Sie hat sich manchmal merkwürdig verhalten, ja. Und das war noch vor dem Rätsel. Sie sprach von bösen Vibrationen und Gott weiß was. Ich hätte jetzt gern mal ihr Zimmer gesehen und es wäre mir lieb, dass Sie dabei sind, wenn's recht ist. Was sagt sie, dass jemand von uns hier sie töten wollte? Sie ist die Treppe runtergestoßen worden, Tante Jennifer. Wie soll man das sonst nennen? Herrgott. Ich sehe lieber mal nach ihr. Vor allem nach der Sache in der Garage. Jemand wollte sie vergasen. Wir hätten es früher erwähnen sollen. Würden Sie es dann bitte jetzt erwähnen? Das war ungefähr hier. Hier haben Sie die Schreie gehört. Ja. Und die Tür zur Garage ist dadurch? Ja, gleich da vorne. Der, einfach den Flur entlang. Wenn ich mal fragen darf, Sir, in welchem Verhältnis zur Familie stehen Sie? Ich bin nur ein Freund und Bridgepartner. Ein alter Streuner, mit dem Sie zum Weihnachtsfest Mitleid haben. Seit wann kennen Sie sich? Ich weiß nicht, vielleicht 6, 7 Jahre? Na, wie geht's dir? Diese Familie. Und ich dachte, schlimmer könnte es nicht werden. Die wissen alle, dass sie Onkel Ferdi mehr hätten helfen müssen. Ernst genommen haben sie es nie so richtig. Könnte das mit dem Blut an den Händen gemeint gewesen sein? Vielleicht. Aber Tante Lydia hat Ferdi am nächsten gestanden. Sie hatte als Einzige sowas wie Mitgefühl. Ihr kann man nichts vorwerfen. Wenn irgendjemand überhaupt kein Verständnis für Ferdi hatte, dann war es Jennifer. Ich weiß noch beim Frühstück, als wir sie mal hier eine Woche besucht haben. Geht's wieder? Emily, könnte ich Sie eine Minute sprechen? Sie nicht, Phoebe, aber ich rede gleich noch mal mit Ihnen. Dauert nicht lang. Es ist nötig, dass Sie und Dominik zusammen mit uns durchgehen, was in der Garage passiert ist. Also warten Sie bitte unten im Wohnzimmer auf mich. Ich komme gleich nach. Phoebe, ich habe zufällig Ihre Unterhaltung mit Emily mit angehört und ich hatte den Eindruck, dass es um die familiären Schuldgefühle wegen Ferdis Suizid ging. Und Sie wollten gerade beschreiben, was sich während eines Frühstücks zugetragen hatte. Phoebe? Es ist unerlässlich, dass ich die Hintergründe dieser Geschichte kenne. Aber ich war damals erst 12. Ich habe eine Tochter, Phoebe. Und nach meiner Erfahrung können 12-jährige Mädchen oft schärfer beobachten als so mancher Erwachsene. Also dieses Frühstück, von dem Sie sprachen, wann war das? Vor 9 Jahren oder so. Das war ein paar Monate vor Onkel Ferdis Tod. Kommt, setzt euch dahin. Dann sitzt ihr zusammen. Mom hatte mich und Howard für ein paar Tage mitgenommen. Jeder würde glauben, wie dir stimmt. Ross hat damals noch an der Börse gearbeitet, bevor er merkwürdig geworden ist. Sie stammt aus bester Familie und unbegreiflicherweise ist sie verrückt nach dir, obwohl du Monate auf dem Pier in Blackpool und Gott weiß wo verbringst. Und sie hat ihren Bruder davon überzeugt, dass er dir einen Job anbieten muss und einen sehr guten noch dazu. Ich meine, was willst du noch mehr? Da versuchen wir alle hier Ordnung in dein Leben zu bringen und du wirfst es uns vor die Füße. Ich habe Ordnung in meinem Leben. Ich bin von Beruf Zauberkünstler. Ach, verflucht. Es ist aber so, Jennifer. Ja, und wir waren bisher alle sehr tolerant, aber es gibt irgendwo einen Punkt. Ein erwachsener Mann, also ehrlich. Wir sagen ja nicht, dass du es nicht als Hobby weiter betreiben kannst, wenn es sein muss, aber ich bitte dich, Ferdi. Im Ernst, Sommerferienbelustigungen und Weihnachtsmärchen. Du hast keine Ahnung, wovon ich rede, oder? Nicht die geringste. Ich glaube nicht, dass Tante Jennifer jemals begriffen hat, was für Ferdi eigentlich zählte. Halten Sie es für möglich, dass jemand der Auffassung war, dass sie für Ferdis Selbstmord, zumindest in gewisser Weise, die Verantwortung trug? Sie war ihm gegenüber nicht unbedingt verständnisvoll. Aber, naja,
Wenn sie Erfolg gehabt hätte, dann wäre er wenigstens dieser furchtbaren Claire nie begegnet. Was ist da passiert? Ihr war irgendwie klar, dass Claire für Ferdy die reine Katastrophe sein würde. Das war das nächste Mal, als wir hier waren. Ich weiß noch, ich habe am Fenster auf Dad gewartet. Ich konnte es nicht erwarten, nach Hause zu kommen. Wer ist das? Ich weiß es nicht. Eine Frau. Ja? Hallo. Ich komme wegen des Vorstellungsgesprächs bei Ferdinand Villiers. Wieso? Als was denn? Als Assistentin. Als Assistentin des Zauberkünstlers. Mein Name ist Claire English. Oh, das tut mir furchtbar leid. Nein, er braucht keine Assistentin. Sie sind leider umsonst gekommen. Oh, aber ich... Er hätte bei Ihnen anrufen sollen. Ich rede mal mit ihm. Wie gesagt, es tut mir leid, dass Sie den Weg umsonst gemacht haben, aber ich habe zu tun. Entschuldigen Sie mich. Na komm, Aiden, wir räumen den Stall aus. Und dann ist das passiert. Alfie! Oh! Alfie! Du kleiner Halunke! Oh, verzeihen Sie. Oh, der ist ja hinreißend. Wie alt ist der? Ungefähr 12 Wochen. Es tut mir leid, Sie sind bestimmt... Claire, Sie kommen wegen der Stelle als Assistentin. Ach, ist schon in Ordnung. Es war jedenfalls eine schöne Fahrt. Wie meinen Sie bitte? Aber man hat mir schon gesagt, Sie suchen keine Assistentin. Es tut mir furchtbar leid. Das war bestimmt ein Missverständnis. Der Job ist noch frei, wenn Sie Interesse haben. Oh. Wenn Sie so fragen, ja. Ja, das habe ich. Dann gehen wir doch in mein Studio und unterhalten uns. Liebe auf den ersten Blick. Soweit es Ferdy betraf, wenigstens. Von der ersten Sekunde an. Stürmische Romanze, Verlobung, der Tag für die Hochzeit stand. Und dann hat er herausgefunden, dass sie bloß auf sein Vermögen scharf war. Er ist daran zerbrochen. Ich verstehe nicht, was dieses grässliche Weib damit zu tun haben soll. Wenn Sie mir einfach ein wenig entgegenkommen würden. Wie haben Sie herausgefunden, dass sie wirklich, wie Sie sagen, eine Goldgräberin war? Eine sehr wertvolle Art-Deco-Statuette war aus dem Wohnzimmer verschwunden. Ferdys Assistentin, Verlobte, wurde bei dem Versuch erwischt, sie zu verkaufen. Wir haben dann erfahren, dass sie wegen Drogen und Diebstahls vorbestraft war, okay? Das ist Lydias Schlafzimmer. Und ich stehe hier einfach herum? Ja, bitte, wenn Sie so nett wären. Was geht's? Gar nichts, nur dass diese Lampe sonst auf dem Regal steht. Sie wollte wahrscheinlich zum Schreiben mehr Licht haben. Korrespondiert sie viel, Ihre Tante? Soweit ich weiß, nicht. Jedenfalls bekommt sie nicht viel Post. Ein Hochzeitsvideo. Peter Bunting und Diana Snape? Sagt mir gar nichts. Wer kennt schon alle Freunde von Verwandten? Verzeihung. Dear Scott? Ja. Ja, ich bin noch im Haus, ja. Danke. Sir, das war das Krankenhaus. Ich befürchte, dass sich Komplikationen ergeben haben. Miss Villiers ist vor 10 Minuten gestorben. Ich habe die Fernbedienung ausprobiert. Die liegt da auch noch. Und das Garagentor hat sich geöffnet. Die Fernbedienung hat funktioniert. Damit ich Sie recht verstehe, Miss Villiers hat die Garage durch diese Tür verlassen. Sie hat die Tür hinter sich geschlossen. Und dann hat sie gehört, dass das Auto von allein angesprungen ist? Hat sie wenigstens gesagt. Das stimmt doch so, oder? Ja, sie ging gerade den Korridor entlang, als sie es gehört hat. Hat sie wenigstens gesagt. Also ging sie zurück in die Garage, sah, dass der Schrank umgekippt war, wusste, dass sie von der Fahrerseite aus nicht an den Zündschlüssel herankam. Also drückte sie auf die Fernbedienung fürs Garagentor, aber offenbar funktionierte die nicht.
Und sie hatte die Tür zum Flur wieder zugemacht. Und als sie sie öffnen wollte, war sie angeblich verschlossen. Aber als Sie es versucht haben, war sie nicht verschlossen. Ich fürchte... Nein. Ehe es dazu kam, also vorher, hatte Lydia das Auto nach dem Gottesdienst selbst allein nach Hause gefahren und den Wagen... Nein. Ich bin mitgefahren. Sie fuhr gerne Auto. Es war ja wichtig, unabhängig zu bleiben. Darum ja auch das automatische Tor. So konnte sie kommen und gehen, wann immer sie wollte. Und Sie sind ausgestiegen, bevor Sie in die Garage fuhren? Ja, ganz recht. Bei der Menge von Kram da drin können Sie auf dieser Seite gar nicht aussteigen. Und von hier sind Sie ins Haus gegangen, durch die Vordertür? Ja. Ohne zu warten? Ja. Die Familie stieg hinter uns aus dem Wagen. Ich habe mich angeschlossen. Emily hat mich gesehen, an der Garderobe, nicht? Mhm. Ja, so war's. Es tut mir furchtbar leid, ehrlich. Lass es einfach, bitte. Ich hole Koks für den Herd. Sie steigt aus dem Wagen aus. Sie schließt die Wagentür. Sie dreht sich in Richtung Garagentor. Geht immer noch. Wenn stimmt, was Lydia zu den anderen gesagt hat, dann war jemand nicht bei den anderen im Haus, als sie hier reingefahren ist. Wir waren in der Eingangshalle. Oder in der Küche. Bis auf Ross. Ich glaube, der war in seinem Schlafzimmer. Er wollte nicht in die Kirche mitkommen. War Ross als einziger nicht im Gottesdienst? Digby ist auch nicht mitgegangen. Als wir wiederkamen, schlief er auf dem Sofa. Sagen Sie uns doch, Mrs. Carter, wer profitiert vor allem von Lydias Erbe? Ich vor allem. Aber ich werde nicht sehr profitieren. Sie hatte nur ein paar Tausend. Mehr wäre besser. Haben Sie finanzielle Probleme? Nur weil mir auffällt, dass das Haus ein bisschen Aufmerksamkeit vertragen könnte. Das schaffe ich schon. Irgendwie muss ich ja. Im schlimmsten Fall wird mein Sohn eine sehr große Summe erben. Und das bringt uns voran. Woher stammt das Geld? Aus Onkel Barts Nachlass. Aiden darf nur weiter nicht rauchen, bis er 21 ist. Und dafür erhält er 100.000 Pfund. Und Aiden raucht noch immer nicht? Aber natürlich nicht. Mrs. Frears? Sagen Sie, wie lange hat Ihre Tante Lydia in diesem Haus gewohnt? 30 Jahre. Oder länger. Sie ist nach dem Tod unserer Eltern hier eingezogen. Sie war zum Vormund für uns ernannt worden. Und wem gehört das Haus heute? Naja, uns dreien. Aber Jennifer hat sich immer am stärksten damit identifiziert. Also haben wir sie mit Lydia hier wohnen lassen. Das war großzügig von Ihnen. Es gehört ihr, gemeinsam mit Ross und mir. Brauchen Sie das Geld nicht? Nein. Wir können uns Ihre Bankunterlagen kommen lassen, Mrs. Frears. Soweit ich weiß, beläuft sich die Überziehungssumme der Zeit auf etwa 30.000 Pfund. Elfie, sitz! Thank you.
Na los. Mach auf. Haben alles verkauft. Sie hat jeden Beweis vernichtet, dass er jemals überhaupt existiert hat. Das war mein Geburtsrecht. Sie? Von Howard habe ich ein solches Benehmen erwartet, aber im Ernst. Wir hatten nicht unbedingt viel Verständnis für Ferdi. Und ich hatte immer wieder das Gefühl, dass wir ihm mehr hätten helfen müssen während seiner Depression, während seines Zusammenbruchs. Aber ich hätte niemals erwartet, dass er es fertigbringt, sich tatsächlich... Ja, ja. Eine Frage zum Schluss noch, Mr. Villiers. Sie sind nicht in den Gottesdienst mitgegangen? Nein. Ich bin Buddhist. Wo waren Sie, als die anderen wiederkamen? Ich war in meinem Zimmer. Hat Sie jemand gesehen? Nein, nicht sofort. Ich bin später runtergegangen, bei dem Krach wegen Lydia. Emily, was hielten Sie von Lydia? Wir haben uns kaum gekannt. Erst seit dem Abend, aber mir gefiel sie. Sie war ein bisschen verrückt, aber was soll's. Verrückt heißt? Nur so allgemein. Ja. Sie wollte genau wissen, wie mein Name sich schreibt. Und dann schrieb sie ihn in ihr kleines Notizbuch. Ganz allgemein verrückt. Nicht ein Stück von seiner Ausrüstung ist übrig geblieben. Wisst ihr denn nicht, dass ihr die Interessen eurer Kinder fördern solltet? Howard, wie wär's? Zeig doch mir einen von deinen Kartentricks. Das sind verschiedene Farben. So, und wer nun, Sir? Ich rufe mal Bullard an, mal sehen, ob er sich an diesen Suizid erinnert. Dann reden wir mit dem Jungen. Rufen Sie ihn schon mal rein. Geht klar. Verflixt, geh nicht allen auf die Nerven. Gib mir die Karten. Gib mir die Karten! Aber es macht mir wirklich nichts aus. Wir haben in seinem Alter alle gern Kartentricks gezeigt. Ist doch kein Problem. Howard, würdest du bitte reinkommen? Also los, zeig mir einen Kartentrick. In Ordnung. Ziehen Sie bitte zwei Karten. Hallo George, frohe Weihnachten. Ich weiß, mein Timing ist fürchterlich. Sagen Sie, Ferdi Villiers, den kannten Sie doch, oder? Flüchtig. Ganz furchtbare Sache. Ach, sagen Sie, es könnte nicht sein, dass der Suizid nur vorgetäuscht war? Dass es in Wirklichkeit Mord war? Keine Hinweise auf einen Kampf. Es wäre eventuell möglich, es wäre aber schwer vorzutäuschen. Ja, das dachte ich mir. Sie wissen, dass die Frau sich umgebracht hat?
Was für eine Frau? Die Verlobte. Claire hieß sie, glaube ich. Die Karten, die Sie gezogen haben, bei denen es sich um eine Herz 6 und eine Pik 7 handelte, haben Sie getrennt ins Spiel wieder eingefügt, aber Sie haben sich gefunden. Wir werden die Herz 6 und die Pik 7 wie von Wunderhand vereint Seite an Seite. Sie sind nicht da. Sie haben sie aber zurückgesteckt. Allerdings, du warst selber dabei, Howard. Sie wissen, dass Sie sie nicht bei sich haben? Ja. Chief Inspector, dürfte ich Sie auffordern, in der rechten Seitentasche des Sergeant einmal nachzusehen? Das soll nicht doch. Wie hast du das gemacht? Eigentlich darf man sowas nicht verraten. Aber es ist einfach. Im Grunde gar kein Trick. Ich habe Ihnen die Karten in die Tasche geschmuggelt, als wir auf dem Weg vom Wohnzimmer waren. Woher wusstest du, dass ich einen Trick sehen wollte? Ich habe Sie gezwungen. Ich saß hier alleine und traurig und spielte mit den Karten herum und ich habe Ihnen leid getan. Sie dachten, einen Trick vorzuführen, muntert mich auf. Und woher wusstest du, welche Karten ich nehmen würde? Da habe ich Sie auch gezwungen, damit Sie wirklich die Karten nehmen würden, die Sie nehmen mussten. Was übrigens auch nicht die Karten, Herz 6 und Pik 7 waren, sondern die Pik 6 und die Herz 7. Als die Karten wieder im Spiel waren, habe ich das nur behauptet und Sie haben es geschluckt. Suggestion ist wichtig in der Kunst der Magie. Damit die Menschen glauben, sie haben etwas gesehen, das sie nicht gesehen haben. Verstehe. Verdammt gerissen. Ich tue mein Bestes. Dürfen wir mit der Befragung beginnen? Hat er dich nach Ferdi gefragt? Ja. Und was hast du gesagt? Was ist da schon zu sagen? Ist alles in Ordnung, Schatz? George Bullard hat mir etwas über Claire, Ferdys Verlobte, erzählt. Kurz nachdem er sich erschossen hatte, hat sie sich umgebracht. Und darüber will ich mehr wissen. Alle Einzelheiten. Mrs. Carter. Wir sind für heute mit den Befragungen fertig. Sie haben vor, auf die Jagd zu gehen? Ja, morgen. Wieso? Aber halten Sie es nicht für eine gute Idee, das ausfallen zu lassen? Am zweiten Weihnachtstag wird immer gejagt. Das ist Tradition. Aber in diesem Rätsel hat immerhin jemand angekündigt, dass bis Mitternacht am zweiten Weihnachtstag mehr als nur ein Mensch tot sein wird. Und lauter Schrotflinten, die in Ihrer Nähe abgefeuert werden, das ist nicht unbedingt ein sicherer Aufenthaltsort für Sie. Also ich würde vorschlagen, dass Sie dieses Jahr nicht hingehen. Danke. Für mich lächerlich. Was genau suchen wir, Sir? Sie wissen doch, was Emily erwähnt hat. Das mit Lydia, die wissen wollte, wie ihr Name sich schreibt, richtig? Worum ging es dabei wohl? Weiß ich nicht. Snobismus? Aber vielleicht war ihr die Schreibweise so wichtig, weil sie den Namen später irgendwo aufschreiben wollte. Wir wissen ja, dass Lydia nicht viele Briefe geschrieben hat. Richtig, aber geschrieben hat sie irgendwas. Ein Tagebuch vielleicht? Oh, das wäre zu viel des Glücks. Aber wenn sie die Lampe nicht weggenommen hat, weil sie hier mehr Licht wollte? Wenn sie an etwas herankommen wollte, das hinter der Lampe war? Sekunde. Sesam, öffne dich. Sie hat Tagebuch geführt. Sprechen Sie ein Dankgebet, Scott. Heiligabend. Das war der letzte Eintrag. Sie alle glauben, das Rätsel wäre ein dummer Schabernack. Ich wünschte, es wäre so. Gerade stelle ich fest, dass mein Tagebuch aus dem Jahr von Fordys Tod verschwunden ist.
Da hat sie leider recht. Jemand weiß, was damals passiert ist. Ich wusste, dass ein solches Übel nie einfach verschwinden würde. Ich sagte, da bricht es ab. Wie viele sind es denn? Die Tagebücher umfassen 15 Jahre, Mrs. Carter. Und wir werden sie allesamt lesen. Lydia hat insgeheim Tagebuch geführt. Oh Gott, wäre es möglich, dass da etwas über Ferdis Tod drinsteht? Unglücklicherweise ist ausgerechnet das Tagebuch für dieses Jahr verschwunden. Der letzte Eintrag, also der im laufenden Tagebuch, der ist allerdings sehr interessant. Es heißt dort, ich wusste, dass ein solches Übel nie einfach verschwinden würde. Irgendeine Ahnung, was damit gemeint ist? Nicht im geringsten. Aber sie war ja auch eine furchtbar verwirrte Frau, wie Sie wissen. Darf ich darum bitten, dass Sie alle sich vorläufig weiterhin hier aufhalten? Und ich wünsche eine gute Nacht. Ein solches Übel. Halt doch den Mund, Ross. Ein solches Übel? Was hat sie damit gemeint? Ich muss doch sehr bitten. Hast du die Absicht, uns das zu erklären? Wir haben nämlich alle verdammt lange rumgegrübelt, was damals passiert ist. Ha, du denkst doch wohl nicht, dass du, gerade du, dich hier aufs hohe Ross setzen kannst. Hört auf damit! Hört auf damit! Das denkst du wohl, ja? Nachdem du dich 9 Jahre lang in der Welt herumgetrieben hast, weil du zu schwach und zu feige warst, dich dem zu stellen, was hier getan werden musste. Jennifer! Nein, nein, packen wir es ruhig aus! Dann pass mal auf. Während du Nabelschau betrieben hast, habe ich mich um Lydia gekümmert. Meinen Sohn aufgezogen, versucht hier den Familiensitz zu erhalten und das ohne einen Penny von den Millionen, die du geerbt hast. Familiensitz? Oh, ich weiß, das bedeutet dir gar nichts. Aber wir mussten uns mit den Gegebenheiten abfinden. Ich meine, wir konnten nicht weglaufen. Und außerdem, verdammt, Lydia war 3/4 verrückt, als sie die Treppe runtergefallen ist. Oh, und ich danke dir vielmals dafür, dass du mir Weihnachten versaut hast. Ich freue mich, dass du kommen konntest. Und wenn du dir so blütenweiß vorkommst, warum gehst du dann morgen nicht auf die Jagd? Weil Lydia gerade erst tot ist. Dir ist es vielleicht nicht aufgefallen, aber ich finde, sie verdient ein bisschen Ehrerbietung. Und es könnte nicht sein, dass du einfach Angst hast. Das ist alles nicht sehr hilfreich, Ross. Jennifer, niemand sagt, dass du auf der Jagd etwas zu befürchten hast. Es ist vielleicht nur nicht so eine gute Idee. Natürlich habe ich nichts zu befürchten. Und ich weiß nicht, wer behauptet hat, ich ginge nicht hin. Ich habe es nämlich vor. Hundertprozentig. Du hast völlig recht. Jennifer. Ich gehe hin, mein letztes Wort. Komm hoch, Elfie, Gassi. Komm endlich. Ich fürchte, er hört nicht so gern Gewehrschüsse. Komm schon. Hier, halt mal. Ah, hier, siehst du. Guck dir das an. Guck doch mal, es ist eine Antiquität, ich würde sagen, 1920 oder so. Kommt der hier in den Vorgarten, was meinst du? Vermutlich stammt der Nagel aus einem der Arbeiterhäuschen, die früher hier standen. Captain! Hallo. Ah, schon wieder was. Was haben Sie? Es sind nicht die Tagebücher, Sir. Es ist das Video. So, also da ist Emily. Aber sie ist nicht so interessant. Sehen Sie den Typ da? Den im Cut, mit dem Rücken zur Kamera.
Den mit der Kippe? Das ist Aiden. Ja, ganz richtig. Man sieht ihn nur von hinten, aber er ist es ganz deutlich. Und wenn der Nachlassverwalter das sieht, ist er seine 100 Riesen los. Sowas nenne ich Motiv. Was haben Sie über Claires Suizid erfahren? Sie hat sich ungefähr eine Woche nach Ferdy umgebracht. Sie ist rauf nach Pritchard's Wood gefahren, hat einen Gummischlauch in den Auspuff gesteckt und das war's. Familie? Im Moment unklar. George Bullitt hat versprochen, er sieht nach, wer die Leiche damals identifiziert hat. Ja, und begraben worden ist sie wohl in Malham Cross. Eine Sekunde, Scott. Joyce, es tut mir ehrlich furchtbar leid. Es gibt ein paar Dinge, die müssen wir untersuchen. Aber ich komme zurück, sobald ich kann. Versprochen. Dad, typisch, nicht? Doch, die Details. Danke, danke. Douglas, Muriel, tut mir leid, ich muss noch mal los. Meine Ermittlungen. Schon wieder? Entschuldigung. So, erst einmal hier entlang. Und dann, ja, da haben wir es. Da, Claire English. Wissen Sie, von wem die Blumen sind? Nein, das weiß ich nicht, aber normalerweise sind sie frischer. Bei einem Grab am Weg fällt einem das auf. Es ist sonst immer ein frischer Blumenstrauß, will mir scheinen. Ach, wirklich? Ja, verzeihen Sie, ich habe noch zu tun. Sie sind so gut und entschuldigen mich. Ja, danke für die Hilfe. Ein frohes Weihnachtsfest. Ja, frohe Weihnachten. Wie finden wir das? Eine sehr tiefe Bindung. Das ist Peters und Dianas Hochzeit. Und da bin ich. Cheers! Könnten Sie das bitte abschalten? Und da sind Sie. Und Sie rauchen. Woher haben Sie das? Sie durften wissen, woher wir es haben. Aus Lydias Schlafzimmer. Es war in Ihrem Videorekorder. Sie kannte die Snapes. Die müssen ihr das Video geschickt haben. Und darum hat sie auch gemeint, dass sie mich irgendwoher kennt. Sie soll das Video Ihnen gegenüber nie erwähnt haben? Er denkt, ich hätte sie getötet, damit sie den Nachlassverwalter nicht sagt. Na ja, 100.000 Pfund. Nicht übel als Motiv. Warten Sie mal. Wenn er sie wirklich ermordet hätte, sodass sie das Video nicht mehr herumzeigen kann, wieso hat er es dann nicht einfach mitgenommen? Wo ist Ihre Mutter, Aiden? Sie ist auf der Jagd. Wieso? Sie sagte doch, dass sie nicht hingehen wollte. Sie hat sich's eben überlegt. Aiden, Ihr Onkel Ferdy ist durch eine Schrotflinte umgekommen. Seine Verlobte Claire hat sich mit Autoabgasen umgebracht. Jemand wollte Lydia durch Abgase töten. Und jetzt ist Jennifer irgendwo da draußen auf der Jagd. Verstehen Sie? Wer aus dem Haus hier ist noch auf der Jagd? Ich weiß nicht genau. Nur Digby, denke ich. Nur Digby. Nachsehen, wo die anderen sind. Mr. Barnaby. Sir, alle sind hier, das heißt bis auf... Oh, Sie haben Mr. Jones gefunden. Hier draußen fühlt man sich doch gleich ganz anders. Die Munition ist ja nicht die tollste. Ich hatte gerade einen Versager. Nein!
Ein klassischer Jagdunfall. Der Schütze nimmt aus Versehen eine Patrone vom Kaliber 20. Weil die Patrone vom Kaliber 20 aber kleiner ist als eine vom Kaliber 12, gleitet sie ein Stück in den Lauf hinein. Wenn der Abzug gedrückt wird, trifft der Schlagbolzen sie nicht. Der Schütze öffnet die Waffe. Die im Lauf sitzende 20er wird nicht ausgeworfen. Er führt eine 12er Patrone hinter die noch festsitzende 20er, die den Lauf blockiert. Und wenn das nächste Mal abgedrückt wird... Wäre ihr nicht aufgefallen, dass die Patrone kleiner ist? Na ja, in der Hitze des Gefechts. Man sieht dauernd nach oben, wartet auf den nächsten Vogel. Nein, nein, George. Irgendjemand hat ihr vorsätzlich diese Patrone in die Tasche geschmuggelt. Wie sicher sind wir, dass es Selbstmorde waren? Könnte Ferdys und Claires Tod inszeniert worden sein? Nur wie Suizid aussehen? Und dann findet jemand raus, dass es Mord war und beschließt, Rache zu nehmen. Als Motiv würde mir es wenigstens mehr einleuchten. Was ist mit Digby und Kate? Naja, aber wer profitiert hat, war Ross. Und der hatte nicht das mindeste Interesse, ihm finanziell oder sonst wie behilflich zu sein. Aber das Motiv hin oder her, unser Problem ist, dass im Grunde jeder in die Garderobe gehen und die Patrone in Jennifers Jackentasche schmuggeln konnte. Jeder im Haus, jederzeit. Hm. Was ist mit der Garage? Wenn wir davon ausgehen, dass der Mörder Lydia dort wirklich umbringen wollte, dann ist der Einzige, von dem wir nicht wissen, wo er war, als die anderen aus der Kirche kamen, Ross. Magie. Suggestion ist wichtig in der Kunst der Magie, damit die Menschen glauben, sie haben etwas gesehen, das sie nicht gesehen haben. Der Schlüssel ist in der Machart der Vorfälle zu suchen. Hätte ich fast vergessen. Der Verwandte, der Claire English damals nach dem Selbstmord identifiziert hat. Ist das von Nutzen? Ganz besonders, George. Danke. Hier. Sie ist provoziert worden. Meine Mutter ist mit Absicht aufgestachelt worden, auf die Jagd zu gehen. Jemand hat ihr die Patrone in die Tasche geschmuggelt. Wenn wir die verschiedenen Vorgehensweisen berücksichtigen, können wir wohl von Rache als Motiv ausgehen. Hör auf, Howard. Was hat deine Mutter wohl getan? Halt die Klappe, Howard. Wir denken es doch alle. Weißt du, was passiert ist, Aiden? Vor so vielen Jahren? Wo ist Mr. Jones? Er war eben noch hier, soweit ich mich erinnere. Ich glaube, er wollte in die Küche. In die Küche. Danke. Sie alle bleiben hier. Gefunden? Nein. Sie durchsuchen hier unten alles. Mr. Jones? Zuletzt jemand gesehen, Mr. Jones? Ich glaube, das war um die Zeit, als Sie vom Haus weggefahren sind. Und niemand hat ihn seitdem gesehen? Nein. Nein. Hat er einen Wagen? Wie ist er hergekommen? Mit einem Taxi. Er hat sich verdrückt. Das denke ich auch, ja. Sie rufen das Revier an. Schreiben Sie ihn zur Fahndung aus. Und seine Adresse überprüfen lassen. Ich sehe mir die Garage an. An, wenn sich was ergibt. Ich sollte die zweite Fernbedienung finden. In seinem Zimmer. Das war Absicht. Er hat es mit zwei Fernbedienungen gemacht. Er ist Zauberkünstler. Illusionist. Dominic,
Ja, und ein verdammt guter. So hat er wohl auch Ferdi kennengelernt. Ich habe heute Nachmittag einen Eindruck von seiner Geschicklichkeit bekommen. Nur, dass ich nicht darauf gekommen bin, dass er in der Lage wäre, Jennifer aus der Ferne zu ermorden. Er kann es nicht getan haben. Er war doch ihr Freund. Dominik hat dabei mitgeholfen, Lydia aus der Garage zu befreien. Ach, hat er das? Du hast Lydia doch um Hilfe rufen gehört, oder nicht? Hast du gesehen, wie Dominik die Tür vom Flur zur Garage aufgemacht hat? Nein, ich war aber ganz kurz danach bei den beiden. In Wirklichkeit hat sich Dominik sehr beeilt, Erster zu sein. In der Garage! Niemand kann wissen, ob die Tür verschlossen war, wie Lydia behauptet hat. Hilfe! Gut, alles in Ordnung. Ich bin an der Tür. Bitte seid vorsichtig. Gleich haben wir es. So, du meine Tüte. Dann kam er hier rein. Und zwar noch vor Emily, um die zwei Fernbedienungen zu vertauschen. Und als ein paar Momente danach Emily die Fernbedienung benutzte, von der sie dachte, dass Lydia sie benutzt hätte, stellte sie fest, dass sie funktionierte. Was natürlich noch mehr Zweifel an Lydias Darstellung aufwarf. Aber er kann das in der Garage nicht gemacht haben. Wir sind doch zusammen zur Tür rein. Weißt du das genau? Ich habe ihn gesehen. Da bin ich ganz sicher. Eine falsche Erinnerung, die er geschickt Emily eingepflanzt hat. Kraft seiner beachtenswerten Fähigkeit der Suggestion. Dann hat sie bestätigt, dass er mit ihr reingekommen ist, nur weil er es gesagt hat? Ja, ganz genau. Eine clevere Manipulation. Er wusste, dass sie ihn nett fand. Sie hätte niemals von ihm erwartet, dass er sie austricksen würde. Und nicht vergessen, sie war Gast in einem fremden Haus. Sie wollte den besten Eindruck machen. Und darum wollte sie ihm nicht widersprechen. Bei der Menge Kram da drin. Er war ganz entspannt. Er war selbstsicher. Und er garnierte es mit einer kleinen Tatsachenbeobachtung. Er hätte neben ihr an der Garderobe gestanden. Die Familie stieg hinter uns aus dem Wagen. Ich habe mich angeschlossen. Emily hat mich gesehen, an der Garderobe, nicht? Was unter den Umständen eine ziemlich einleuchtende Beobachtung war. Aber sie verband dieses wirkliche Detail mit dem Bild, das er ihr in den Kopf gepflanzt hatte. Und so wurde es zu einer Erinnerung. Mhm. Ja, genau. So ungefähr wie die Herz 7 und die Peak 6. Aber was sich in der Nacht tatsächlich abgespielt hat, war eher dies. Alles klar? Danke bestens. Dominik wartete draußen, vor dem Garagentor. Als Lydia auf ihre Fernbedienung drückte, um das Tor zu schließen, drückte er auf seine. Und dann schlüpfte er unter dem Tor durch. Im letzten Moment, bevor Lydia ging. Er startete den Wagen. Und dann... Er wollte, dass es wie ein Unfall aussieht. Nur zur Sicherheit. Es war ja möglich, dass jemand Lydia fand, bevor das Kohlenmonoxid sie vergiften konnte. Hallo! Aber als dieser Versuch, sie zu töten, nicht funktionierte, wartete er bis mitten in der Nacht. Und irgendwie... Alfie! Alfie! ...brachte er Lydia dazu, ihr Zimmer zu verlassen und versetzte ihr einen Stoß. Jennifer. Da genügte es schon, ihr die Patrone vom Kaliber 20 in die Tasche zu schmuggeln und auf das Schlimmste zu hoffen. Das absolut Böse hat mit uns Tür an Tür gewohnt. Ein Mann, der kaltblütig zwei Menschen ermordet hat, die ihm die Tür ihres Heims geöffnet haben. Die Wärme und Herzlichkeit ihrer Familie, unserer Familie. Wie könnt ihr es fertigbringen, einfach nur da zu sitzen wie die Engländer? So ruhig! Ich habe das Gefühl, dass ihr die Schuld für das alles irgendwie immer noch... Für die Viljas-Familie. Ein frohes Weihnachtsfest.
Gib das her! Aiden! Das ist nur wirres Zeug von einer senilen alten Frau. So etwas beweist auch überhaupt nichts. Es ist Zeit, die Wahrheit zu erfahren. Ah, Mr. Carter. Einige Daten sind markiert. 30. November. Das kam als Weihnachtsgeschenk für die Villiers-Familie. Oh. Nein, bitte, machen Sie weiter. 30. November. Claire ist voller Überraschungen. Je besser ich sie kennenlerne, umso mehr mag ich sie. Es ist schön, auch mal eine echte zu sehen. Heute waren wir im Wohnzimmer und sie betrachtete eine kleine Statuette auf dem Kaminsims. So etwas ist ziemlich wertvoll. Sie bot mir netterweise an, sie schätzen zu lassen. Sie fährt nächste Woche nach London und hat versprochen, bei den Auktionshäusern vorbeizuschauen. Ich sagte, dass die anderen sicher nicht einverstanden wären. Darum sei es besser, es nicht vor ihnen zu erwähnen, nicht einmal vor Ferdy. 2. Dezember. Ich hatte einen furchtbaren Streit mit Jennifer. Ich kann einfach nicht glauben, was sie behauptet. Hier, sie ist vorbestraft. Wegen Heroin und Diebstahl. Diebstahl! Oh, aber Jennifer, so ein Privatdetektiv, der ist doch... Ich glaube doch, es war gerechtfertigt, oder? Jemand muss ja wohl Ferdys Interessen wahren, wenn er selber es nicht tut. Sie war aber sehr nett zu mir. Sie wollte sogar... Was wollte sie? Oh, gar nichts. Was wollte sie? Raus damit! Ich musste es ihr sagen, sie war nicht davon abzubringen. Sie wird ihn dazu bringen, dass er das Haus verkauft und von hier wegzieht. Das weißt du ganz genau. Nein. Du weißt, was dann passiert. Was denn? So ein widerliches Altenpflegeheim, da wird dein Leben zu Ende gehen. Willst du das? Ist mir egal. Ich kann das nicht tun. Doch, ich kann nicht. Um Ferdys Willen. Wie? Für Ferdy? 6. Dezember. Ich weiß nicht, ob das richtig ist. Nachdem Claire nach London gefahren war, haben wir die Polizei verständigt und die Statuette als gestohlen gemeldet. Hallo? Ach ja, ich möchte einen Diebstahl anzeigen. Lydia Williams. Offenbar werden Beschreibungen von gestohlenen Wertgegenständen auf einer Liste zusammengefasst und an Händler und Auktionshäuser geschickt. Claire Englisch? Ja? Claire sagte, es sei ein Missverständnis. Ich habe sie gebeten, sie schätzen zu lassen. Claire Englisch, Sie sind unter dem Verdacht des Diebstahls festgenommen. Sie brauchen nicht. Aber als sie hörte, dass ich den Diebstahl angezeigt hatte, hat sie offenbar kein Wort mehr gesagt. Es war so, als habe sie aufgegeben, hieß es. Aber wieso Dominik? Und warum hat er 9 Jahre gewartet? Claires Mädchenname war Jones. Sie war Dominiks Schwester. Dominik hat ihre Leiche identifiziert, aber vermutlich kannte er Ferdy auch aufgrund ihrer Verbindung als Zauberkünstler. Und wir nehmen an, dass er Claire und Ferdy zusammengebracht hat, als sie sich um die Stelle als Assistentin bewarb. Aber warum hat er gewartet? 9 Jahre. Sir? Es ist nur eine Idee. Aber wenn er sich absetzen will, vielleicht ins Ausland, wer weiß, könnte es sein, dass er einem bestimmten Ort einen Besuch abstattet, wenn er nie wieder zurückkehren will? Er ist abgehauen. Sir?
Der gute Ferdi war ein hoffnungsloser Fall, was Frauen betraf. Meiner Schwester ging's bei Männern ebenso. Es waren immer die Falschen. Im Grunde war sie für das Leben nicht geschaffen. Aber dann begegneten sie sich, fanden einander. Und die Zukunft schien für sie auf einmal hell. Für sie beide. Wieso haben Sie 9 Jahre gewartet? Bis vor einigen Wochen war mir nicht klar, was genau passiert war. Einen Verdacht hatte ich, aber keine Beweise. Letzten Sommer kam der Durchbruch. Lydia erwähnte zufällig, dass sie über alle Bridge-Partien Buch führt. Eine Banalität. Lachhaft eigentlich. Aber ich hatte die Vermutung, es gäbe vielleicht ein Tagebuch. Ich habe länger gebraucht, um es zu finden als sie. Aber als ich es hatte, hat es mir die Augen geöffnet. Dad, willst du das wirklich machen? Oh ja. Na, der Appetit wieder da, Douglas? Hm. Im Magen wieder alles gut? Hier und da zwickt es noch. Ehrlich gesagt müssen wir dir etwas gestehen, fürchte ich. Hm. Das dachte ich mir. Ja, es ist bestimmt unsere Schuld. Aber die Sache ist die, Joyce hat diesmal 2 Pfundstücke in deinen Weihnachtspudding getan, oder? Und na ja, du könntest sie möglicherweise verschluckt haben. 2? 2. Ich denke ja auch nicht, dass du es getan hast, aber es wird das Beste sein, wenn wir einfach mal nachsehen. Ja. Zieh den Pullover hoch. Könntest du mal... Oh, Douglas. Ich denke, da werden sie dich aufschneiden. Oh. Sag's ihm erstmal noch nicht. Wie sieht's aus? Haben wir Mince-Pies? Im Ofen. Brandybutter und Sahne haben wir auch.